Hallo zusammen. Heute würde ich mit euch teilen, wie ich bei einer deutschen bzw. bayerischen Firma überlebe und war als die einzige Ausländerin im Team mit nicht ausreichend fließendem Deutschniveau. Ich glaube, wir alle sind sehr fleißige ausländische Arbeitskräfte hier in Deutschland. Wir sind Experten auf unseren Arbeitsfeldern. Trotzdem wird es uns manchmal nicht leid, uns vollständig auszudrücken und unsere Fähigkeiten zu zeigen. Bei mir ist es genauso dasselbe. Dennoch versuche ich jeden Moment, mich an dieses Umfeld zu gewöhnen. Deshalb wollte ich meine Geschichte mit euch teilen und ich bin auch neugierig auf eure Geschichten über die Arbeit in Deutschland. Hier habe ich insgesamt drei Punkte vorbereitet. Erstens, weniger Streben, weniger Stress. Von Anfang der Arbeitssuche an habe ich nur nach Einstiegsstellen gesucht, obwohl ich bereits über 3 Jahre Berufserfahrung verfüge. Ich bin der Meinung, beim Einleben in einem Ausland ist es das A und O, um sich mit der dort gesprochenen Sprache vertraut zu machen. Aus diesem Grund wollte ich meinem ersten Jahr lieber in das Sprachenlernen investieren. Natürlich habe ich auch nach den englischsprachigen Stellen gesucht, aber da habe ich immer die deutschsprachigen Stellen bevorzugt. Und demzufolge habe ich meinen jetzigen Job als Junior Aktionsmanager bekommen. Ich bin immer noch in der gleichen Industrie tätig und dieser Job ist teilweise sehr ähnlich zu meinem vorherigen in Korea. Daher sind mir viele Arbeitsprozesse und Begriffe vertraut und ich war bereits in Excel fit. Dadurch bin ich weniger gestresst von der Arbeit selbst und kann mir etwas Zeit nehmen, um mein Deutsch weiterzulernen und zu verbessern. Gleichzeitig strebe ich nicht zu viel, um mich sofort einzudeutschen. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Südkorea verbracht. Es ist also natürlich, dass mir einige Kenntnisse über die europäische bzw. deutsche Kultur fehlen, ganz zu schweigen von der Sprache. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, mich nicht zu beeilen. Zweitens, andere Fähigkeiten zeigen. Beim Erlernen einer Fremdsprache sind oft unsere Hör- und Leseverstehen stärker als das Schreiben oder Sprechen. In diesem Punkt hatte ich das Glück, dass ich direkt einen Job mit viel schriftlicher Kommunikation bekommen konnte. Also konzentriere ich mich beim Arbeiten mehr auf schriftliche Kommunikation. Obwohl ich dort nicht ganz fließend spreche, zeige ich immer, dass ich die Sprache kenne, verstehe und sie zumindest schriftlich beherrsche. Ein Vorteil davon ist, dass man sich einige neue Wörter und Ausdrücke in schriftlicher Form aneignen, sie kopieren und speichern und beim nächsten Mal verwenden kann. Wenn mein Deutsch immer noch nicht ausreicht, zeige ich meine anderen Fähigkeiten. Diese Strategie habe ich in China gelernt. Dort für mein Praktikum musste ich auf Chinesisch arbeiten und mein Chinesisch war nicht so gut. Stattdessen habe ich mich freiwillig gemeldet, die Übersetzungsaufgaben zu übernehmen, bei denen ich meine Englischkenntnisse einsetzen könnte. Leider wird Koreanisch nie verlangt. Außerdem habe ich die Abteilungsveranstaltung auf Englisch moderiert und habe Werbematerial für das Intranet auch auf Englisch geschrieben. Hier bei dieser Firma bin ich auch an dem Projekt beteiligt, unsere internen Anarbeitungsmaterialien von Deutsch ins Englisch zu übersetzen. Darüber hinaus engagiere ich mich für ein anderes Projekt, das nicht viel Sprachniveau erfordert und eher technische Aufgaben sind. Drittens,
die Kultur schätzen. Bei der Arbeit gibt es nicht sehr viele Gelegenheiten, bei denen man etwas wirklich Kulturelles tut. Trotzdem habe ich versucht zu zeigen, dass ich etwas von der deutschen Kultur kenne, zum Beispiel die ganze Backkultur. Ich persönlich bin kein Brotesser und ich backe nie. Aber ich wusste schon, wie die Deutschen den Kaffee und Kuchen lieben und wie sie mögen, gerne Süßigkeiten mit anderen zu teilen. Deshalb habe ich an meinem ersten Montag einige Muffins mitgebracht und eine E-Mail an die ganze Abteilung geschickt, dass ich hier ein neues Teammitglied bin und etwas zu teilen mitgebracht habe. Außerdem, wenn ich zufällig kleine kulturelle Unterschiede feststelle, versuche ich meine Kollegen zu fragen und zu lernen. Dadurch habe ich ein paar Dialekte oder einige kulturelle Dinge gelernt. Ich schaue auch die Fernsehshows, die meine deutschen Kollegen schauen. Auch wenn ich sie nicht 100% verstehe und mir immer noch nicht sicher bin, ob sie mir gefallen. Das war's. Das waren die drei Dinge, an die ich mich immer wieder erinnere, um mich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Zuerst habe ich gedacht, dass die Sprache alles ist und alles nur perfekt wäre, wenn ich gut Deutsch spreche. Später habe ich erkannt, dass es mehr als nur das Erlernen einer Sprache gibt, wenn man sich in einer fremden Kultur befindet. Ich bin kein Deutscher und das will ich auch nicht sein. Aber ich versuche immer noch, ihre Kultur und Sprache zu schätzen und letztlich gut mit ihnen zu harmonieren.